So, und da sind wir wieder bei Splatoon. Ich habe eigentlich nur mal kurz reingucken wollen, was es mit diesem, mit dieser komischen Aktion auf sich hat, wo ich da gehört habe. Und tada! Eine Splatfest-Ankündigung! Jawohl, ich bin auch ganz schön überrascht jetzt gewesen. Ich verfolge ja auf den sozialen Kanälen jetzt nicht unbedingt immer, was bei Splatoon so los ist. Weil ich habe auch andere Sachen noch zu tun. Aber dieser Zufall wollte es so, dass ich erfahre, ein Splatfest. Hört, hört, hört. Es ist wieder soweit. Und dieses Thema, was ist dir am wichtigsten? Die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Endlich mal wieder ein tiefgründiges Thema, das auch sehr viel Platz für Science-Fiction werden lässt. Nämlich Zeitreisen. Und ja, Grand Festival heißt es. Vielen Dank, Grand Festival. Und da gucken wir natürlich dann auch gleich rein, wie es auch in Splatville so aussieht am Grand Festival. Und jetzt wird natürlich wieder fabulisiert, wie... Er ist ein Aioli. Was? Aioli! Und Limone aus Splatoon 1? Das herzige Hype-Duo wird für das Team Vergangenheit. Was für eine spritzige Idee. Was für eine spritzige Idee. Diesmal sind die Teams der Moderatorinnen unserer Nachrichtensendung her. Und Perla? Was, Perla? Jawohl! Perla und Marina aus Splatoon 2 sind auch hier und sie sind für das Team Gegenwart. Das ist interessant, weil das ist ja eigentlich auch schon Vergangenheit. Aber natürlich wäre es natürlich witzig gewesen, wenn man noch die Zukunft gezeigt hätte von Splatoon. Aber hier Splatoon 3 repräsentiert die Zukunft. Und das erste Splatoon mit drei Moderatoren und Moderatorinnen. Das ist richtig toll. Schade, es sind keine Bewegtbilder, man hat einfach ein Foto genommen, weil man muss bedenken, dass in der Splatoon-Welt Splatville und Inkopolis natürlich auch immer noch existieren. Die sind ja nicht abgerissen worden und dann ist da einfach ein neues Spiel draufgesetzt worden, sondern Perla, Marina und Limone und Aioli sind ja auch immer noch da. Nur sie repräsentieren die Vergangenheit und die Gegenwart wegen, Splatoon 1 war eben in der Vergangenheit, Splatoon 2 zwar auch, aber eine richtig tolle Idee. Natürlich wäre es perfekt gewesen, wenn das jetzt auch Bewegtbilder gewesen wären, irgendwie, aber keine Ahnung. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr diese Idee und vor allem, was ist am wichtigsten, die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft? Eine unfassbar schwere Frage, weil man muss erstens mal überlegen, für was wichtig und dann das Zweite. Alles ist ja wichtig. Die Vergangenheit ist wichtig, um aus der Vergangenheit zu lernen, damit man Dinge nicht wieder falsch macht. Dann die Gegenwart, das hier und jetzt zählt. Und dann natürlich auch die Zukunft, an die Zukunft immer denken und vorsorgen. Aber ich glaube, ich weiß, welches Team ich nehme, weil alles drei ist wichtig, also wird die Farbe wieder entscheiden. Ja, der Big Run läuft hier noch heute, wo ich das jetzt aufnehme, ist der 10. September. Nee, der 9. September, Entschuldigung, Vergangenheit. Und ihr seht das wahrscheinlich am 11. September. Dann ist der Big Run vielleicht schon aus, keine Ahnung, wo steht er? Ja, bis 9.9., naja, gut. Das heißt, an dem Tag, wo ich das jetzt hier aufnehme, ist eigentlich schon vorbei. Es ist auch schon spät. Ich habe eigentlich etwas ganz anderes auf der Switch gemacht. Ich habe mir Limbo runtergeladen. Gekauft und runtergeladen. Für nur 99 Cent ist es im Nintendo Shop erhältlich. Limbo werde ich in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal auch spielen. Und habe gedacht, oh, ich guck mal kurz bei Splatoon rein. Und tata! Ja, ganz toll. Eine richtig tolle Überraschung. Und auch die neue Season hat begonnen. Die Sturm-Season. Richtig schönes Bild übrigens. Und es geht bis zum 1. Dezember um 1 Uhr. Die Uhrzeit ist auch wichtig. Ja, das wird ein richtig episches Wochenende. Ich habe sozusagen sturmfreie Bude.
Und da werde ich versuchen, mal so ein richtig schönes, witzig, chilliges Splatoon-Wochenende zu machen. Wie gesagt, ich kann leider nicht mit der Switch streamen. Immer noch nicht. Kip hat sich immer noch nicht um die Technik gekümmert. Das tut mir leid. Aber ich werde aufzeichnen und werde eben die Highlights dann mit euch teilen. Das ist ja auch schön. Wie gesagt, ich würde so gerne mal Splatoon streamen, aber momentan immer noch, nach Jahren immer noch, technisch nicht möglich. Ja, ich schäme mich. Wir sehen hier beim Grand Festival ist auch alles ein bisschen umdekoriert und diese Farbkleckser da auf dem Boden, die gefallen mir natürlich richtig gut. Ja, ich muss hier erstmal ein paar Banner abholen, ein paar Titel, alles gut. Ja, oh, ein Getränke-Coupon gibt es auch und ein Snack-Coupon. Das werde ich mir dann am Splatfest gönnen. Neben Chips und Energy-Drinks und Pizza natürlich. Und jawohl, ein paar Karten habe ich auch noch gezogen. Und der neue Katalog ist da, jetzt bestellen. Ja, was soll ich sagen? Ich mache mal den Ton ein bisschen lauter vom Spiel. Es hört sich so irgendwie so traurig und so drückend an. Was meint ihr? Nein, es war der 8.9. Da oben steht das Datum, das 8.9. Also noch, vor 3 Tagen habe ich das aufgenommen. Ich mache nur ein paar Fotos mit dem schönen Hintergrund. Die Fotos sind übrigens dann, ich gucke die. Ich habe mir echt überlegt, ob ich mir einen separaten Instagram-Account aufmache. Oder vielleicht auch einen Tumblr-Account, wo ich einfach nur die Splatoon-Fotos hochlade. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich mache das auf Sampler, weil noch ein Instagram-Account. Och, nee. Ja, das ist auch diese mit diesen Fahnen, das ist schon richtig schön. Aber wenn man die Musik hört, die hört sich so bedrückend an irgendwie. Das hat ja was mit dem Salmon Run zu tun. Was ich jetzt, muss euch jetzt leider enttäuschen für alle Salmon Run-Fans, während ich das hier aufgenommen habe, war es schon ziemlich spät, müde, Kopfschmerzen. Ich wollte eigentlich nur Limbo runterladen und dann ins Bett gehen. Und dann habe ich das hier entdeckt. Aber diese Regenbogenfarben, Kleckser auf dem Boden, die sind schon schön. Das passt gar nicht zu der Musik. Ich werde jetzt ein Team wählen. Wie gesagt, ich halte alles drei wichtig. Die Vergangenheit, aus der Vergangenheit sollte man natürlich lernen. Für die Zukunft soll man vorbeugen, immer, also nicht nur finanziell und gesundheitlich, sondern überhaupt. Wobei immer in Bewegung die Zukunft ist, hat schon Meister Yoda gesagt. Und alles, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Das meine ich, hat Captain Picard mal gesagt in der Folge der Zeitreisende, wo jemand einen Zeitreisender vorgegeben hat, aus der Zukunft zu kommen, aber in Wirklichkeit kam aus der Vergangenheit. Egal. Darüber reden wir ein anderes Mal. Und deswegen, die Shirts sind auch nicht in den Farben so richtig gehalten, sondern sind so ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz werde ich mich, weil ich alles drei mega wichtig finde, wird die Farbe entscheiden. Und die Farbe ist blau, richtig. Wenn immer es geht, splatte ich natürlich mit blau. Und das bedeutet, wenn ich im Team Gegenwart spiele ich für Splatoon 2, für Perla und die andere. Den Helm lasse ich natürlich. Ob ich den Helm auflasse, ich weiß es noch nicht. Es kommt ja diese Firewatch-Vibes dann raus, aber die Gummistiefel lasse ich auf jeden Fall an. Ihr seht schon das Splatfest-Shirt. Es sieht sehr unauffällig aus diesmal. Es ist nicht schön in blau gehalten oder in der Farbe, mit der man dann spielt, sondern weiß und das Logo ist so ein bisschen drauf. Ja, kann man machen, gell? Kann man machen. Also wie gesagt, gefällt mir eigentlich recht gut. Aber es soll sich ja ein bisschen hervorheben und herausstechen, weil das Splatfest-Shirt ist ja schon einmalig. Das hat man ja dann nie wieder, also wirklich nie wieder. Und wenn es dann so ein bisschen durchschnittlich aussieht, ja, ich weiß nicht. Erstmal ein paar Runden drehen. Auf der Map ein bisschen trainieren. Ich habe den Blubber-Schwabber, Wannenschwabber,
als Waffe, wegen natürlich vor allem wegen der enormen Reichweite. Die ist natürlich entscheidend. Und dann nennt sich jemand Boya, jawohl. Ich habe übrigens auch überlegt, den Namen vom Inkling aus Platoon einfach in Kip Nova umwandeln. Weil, wie gesagt, Kip Supernova, also Supernova hat nicht reingepasst, also dass man mit den Buchstaben, nee, das geht nicht runter, begrenzt. Deswegen habe ich Kip Splat, wegen Splatoon. Ich habe schon an Kip Nova gedacht, aber ich bin jetzt schon so lange Kip Splat als Kip Splat bei Splatoon und dann habe ich gedacht, nee, ich lasse es einfach. Das ist einfach der Wiedererkennungswert. Mir ist übrigens aufgefallen, bei Splatoon ist der Name Kip anscheinend sehr beliebt. Ich habe schon öfteres andere Kippers, bei Splatoon entdeckt. den ersten Kip, denn mit dem war ich lange auf Twitter auch verbunden. Der spielt, glaube ich, immer noch Splatoon. Seit ich Twitter nicht mehr so wirklich nutze, habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren. Apropos Twitter. Ich werde übrigens niemals X sagen, da habe ich ein ganzes Video darüber gemacht. Twitter nutze ich momentan nur noch für Schläferz. Und zwar nicht, weil es dort cool ist, sondern weil dort einfach die meisten Leute sind und auch Kalkofe und Rütten auf Twitter am aktivsten sind. Ich denke, das hat einfach die Bewandtnis, weil da einfach noch die meisten Leute aktiv sind, wegen der Reichweite. Das kann man jetzt moralisch so und so sehen. Ich finde es ehrlich gesagt auch nicht gut. Würde Kalkofe sagen, jawohl, ich bin jetzt nur noch auf Blue Sky oder auch auf Facebook Threads, dann wird wahrscheinlich die ganze Schläferz-Community dahin gehen. Keine Ahnung, ob es da irgendwelche Verträge gibt oder irgendwelche, an die sich halten müssen, keine Ahnung. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber was ich mache ist, ich werde meine Tweets einfach spiegeln. Das bedeutet, ich werde nicht als Kip Supernova, sondern mit dem Guy Diamond Account, mit dem Glitter Trolls Account, werde ich meine Schläferz Tweets abgeben und die dann einfach auf Blue Sky kopiert nochmal hochladen, also posten, also so zeitgleich. Weil, wie gesagt, dass man dann einfach die Community so auf beiden Seiten sieht. Wobei, auf Blue Sky ist die Community auch schon recht aktiv. Boah, zweiwiges Blooded, cool. Und ich bin überzeugt, also Twitter macht es nicht mehr lange. Ich glaube, ich sehe sehr, sehr schwarz für Elon Musks bescheuerten Traum, der immer mehr zum absurden Albtraum geworden ist. Und wenn X Twitter für Europa abgeschaltet wird, so wie es ja bei wie es ja in Brasilien passiert ist, dann haben wir sowieso keine Wahl mehr. So, der erste Kampf leider verloren. Gönnen wir den Gegnern den Sieg und gehen in die nächste Runde. Ja, wie gesagt, ich gebe der Plattform nicht mehr so lange. Es hat sich auch eine ziemlich, ich sag's jetzt mal vornehm ausgedrückt, rechte Bubble dort entwickelt. Also die Timeline kann ich mir gar nicht mehr angucken. Also wirklich überhaupt nicht mehr. Egal wie oft ich kein Interesse und egal wie oft ich klicke und egal wie oft ich Accounts blockiere, bestimmte Gesichter von bestimmten Politikern, die ich hier nicht nennen möchte, ploppen trotzdem immer wieder auf. Man wird immer wieder mit richtig bösen und menschenverachtenden Begriffen konfrontiert, wo ich gesagt habe, okay, wenn Schläferz ist, dann tweete ich als Guy Diamond die Schläferz-Tweets und ich gucke mir die Timeline gar nicht mehr an. Auf der anderen Seite, man sollte sich die Timeline schon angucken, wenn man, gerade wenn ein Schläferz-Event ist, dass man halt eben auch die anderen Schläferzer, boah, jawohl, wir splitten blau, sehen möchte und teilen und liken und so weiter und kommentieren und so weiter und so fort.
Es ist echt beschissen, sag ich jetzt mal so. Und da ist dann Blue Sky doch besser. Beziehungsweise Threads, wobei auf Threads sehe ich Schläferz nicht so. Ich glaube, Blue Sky ist da schon besser. Blue Sky, es sieht aus wie Twitter, es fühlt sich an wie Twitter. Es ist von den Machern von Twitter, das muss man noch dazu sagen. Und ich wünsche denen allen Erfolg, dass der Erfolg so groß wird, dass Blue Sky wieder zu dem wird, was mal Twitter war. Und das... Ach, schön! Das ist natürlich richtig, richtig ärgerlich. Und dass der Fehler nicht nochmal gemacht wird und dass man die Plattform nicht jemandem überlässt, der seine eigenen Zwecke verfolgt. Elon Musk hat ja zum Beispiel einrichten lassen, dass jeder seine Tweets sehen kann. Auch die, wo ihn nicht abonniert haben, beziehungsweise folgen. Er bestimmt, welche Themen Vorrang haben auf Twitter, beziehungsweise auf X. Und da er eine ganz bestimmte politische Richtung hat und ein bestimmtes Menschenbild hat, kann man sich vorstellen, was dann da Vorrang hat. Und dann kann man auch verstehen, dass dann Firmen wie Disney zum Beispiel da dann natürlich keine Lust haben, dort weiterhin ihre Werbung zu machen. Das kann man durchaus verstehen. Und wie gesagt, Facebook lässt auch viel zu. Auf Facebook ist ja auch sehr viel Freiheit. Aber da ist eben kein Mensch am Hebel, wo dann sagt, also Mark Zuckerberg sagt ja nicht, ich will, dass auf Facebook die Themen, die mir wichtig sind, Vorrang haben. Also wenn man die Themen, die man nicht sehen möchte, komplett wegblockt und wegignoriert, dann sieht man sie auch wirklich nicht auf Facebook. Und so sollte es eigentlich überall in jedem sozialen Netzwerk sein. Derjenige, dem das Netzwerk gehört oder das betreibt, sollte nicht seine eigene politische Ansichten dort Vorrang geben und das dann als freie Meinungsäußerung oder als Free Speech verkaufen. Weil in dem Moment, wo man sagt, nein, ich lasse nur meine Meinung gelten, oder ich bin für Meinungsfreiheit, aber ich akzeptiere die Meinung von anderen nicht, dann ist es ja keine Meinungsfreiheit mehr. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also, dass ihr im Bilde seid. Und als Kip Supernova ist schon sehr fleißig und sehr aktiv auf Blue Sky. Der Name passt ja auch dann irgendwie. Und ich sehe die Zukunft auf Blue Sky. Und ich werde auch hauptsächlich mich zu Science Fiction um Gaming-Themen äußern. Und weil diese ganzen politischen Themen, das ist eigentlich keine politischen Themen mehr. Es ist eigentlich nur noch ein Affenzirkus und es wird nicht mehr diskutiert, es wird nicht mehr mit Argumenten und mit Vernunft, es wird nur noch emotional rumgehackt und rum. Und selbst bei Leuten, wo man sagt, okay, die könnten vernünftig sein oder die sind eher auf der linken sozialen Seite, sogar die fühlen sich sofort angegriffen persönlich, wenn sie irgendetwas lesen, wo sie der Meinung sind, oh nee. Und deswegen, es ist echt schlimm zurzeit. So, aber was nicht schlimm ist, ist dieses Spiel hier. Ich liebe ja immer noch den Tintenregen, das ist ja einer meiner Lieblings-Ultis. Weil man da nämlich so richtig Tinte regnen lassen kann und zack, du kriegst mich jetzt natürlich. Aber es sieht, ja, sieht gut aus. Drei Erschwapper weggeschwappelt. Und ja, ich hätte jetzt da nochmal ein Spiel zum Schluss mit Blau gerne gespielt. Aber ich glaube übrigens, die Splatfest-Farbe ist nicht richtiges Blau. Das ist auch so ein Lila-Blau. So dazwischen, Lila-Blass-Blau. So, Moment, gleich geht's weiter. So, gleich geht's weiter. Nur noch 2 Minuten. Gut, Spielzeit 44 Sekunden. Und da freue ich mich schon drauf. Splatfest freue ich mich schon drauf. Das Wetter ist jetzt auch schon viel zu schlecht, um am Wochenende nochmal wegzufahren. Ich war jetzt die letzten Wochenenden häufig auf dem Segelflugplatz. Es war mal richtig heiß und richtig schön, wo das Fliegerfest war. Übrigens, ich habe sehr viele Fotos und Videos gemacht vom Fliegerfest. Und das wird auf meinem Furry-Kanal Marshall Firefighter dann zu sehen sein. Was ich hoffentlich bis zum Freitag schaffe, weil Freitag ist Fursuit Friday und spätestens da soll natürlich die
Videos kommen. So, 2, 1 und 0. Und wir gucken aufs Endergebnis. Oh, reicht's noch ein Win? Reicht's noch ein Lose? Es reicht ein Win. Jawohl, offiziell gescorcht. Was so viel heißt wie, ihr seid versenkt. Ja, gescorcht habe ich dieses Jahr auch einige. Jawohl, check, habe ich auch einige. Das Jahr 2024 war ja für mich das Jahr der Enttäuschungen von einigen Personen. Aber das will ich jetzt hier heute nicht zu Besten geben. Das ist ja kein Lava-Stream, das ist ja ein Splatoon. Lava-Stream, das ist ja kein Lava-Video, Splatoon-Video. Oder will ich das Splatoon zeigen? So, das waren drei knackige Runden. Ich gehe mal wieder raus nach Splatville. Und ja, allerspätestens sehen wir uns dann in einem Video über das nächste Splatfest. Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Ja, auf zur Bär GmbH. Nein, das mache ich leider nicht mehr hier, weil, wie gesagt, es war zu wenig Zeit. Und beim nächsten Mal. Dass die Bär GmbH jetzt ihr eigenes Event hat, wo dann auch hier das Aussehen vom Splatville beeinflusst, das finde ich schon richtig toll. Aber wie gesagt, die Musik, die ist so, ich weiß gar nicht. Sie ist irgendwie traurige Musik. Gut, das war's. Ich bleibe jetzt hier in dem Klecks hier stehen. Das war's. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt neugierig. Kipp Supernova over and out.